So, Freunde, es reicht mir, ja. Wir müssen Geld machen mit Dropshipping und zwar über E-Mail-Marketing. Deswegen hole ich jetzt den Dennis und er sagt euch genau, wie ihr E-Mail-Kampagnen macht, um Cash einzustecken. Mein Name ist übrigens Manuel Gonzalez und ich sitze hier gerade in der Küche vor meinem Office, weil wir ein bisschen Sekt getrunken haben, weil wir das Marketingfest mit 800 Leuten vollgemacht haben, was eine wahnsinnige Zahl ist, ne? Aber es soll nicht um mich gehen, denn hier auf dem Kanal geht es vielmehr um dich. Es geht darum, dass du deine Leidenschaft findest, dass du das findest, was du liebst, dass du damit Geld umsetzt und dein Leben nach deinen eigenen Regeln gestaltest und damit dann dafür sorgst, dass es bei dir läuft. Wenn du Bock darauf hast, lässt du mir mal ein Abo da und einen Daumen hoch auch gerne und einen Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, beziehungsweise in allen zukünftigen Videos, jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Und das ist der Dennis. Dennis! Hallöchen! Der Dennis macht bei uns Dropshipping und man sieht das vielleicht, man sieht das nicht, das ist eine Orderliste. Da stehen die ganzen Beträge, die in den letzten paar Minuten reingekommen sind, über Dropshipping. Und die kommen unter anderem durch E-Mail-Marketing, ist das korrekt? Vor allem durch E-Mail-Marketing. Vor allem durch E-Mail-Marketing. Deswegen machen wir E-Mail-Marketing, Freunde. Und jetzt möchten wir euch gerne zeigen, wie man E-Mail-Marketing für Dropshipping macht. Sag ja? Check. Check. Good. Check ist bei uns übrigens. Oh, mach das nochmal bitte. Check ist bei uns der Begriff dafür, dass wir verstanden und für gut befunden haben, was der andere gesagt hat. Ja? Und jetzt passiert Folgendes. Wir setzen uns einfach mal ganz kurz in die Küche. Ich schenke dem Dennis noch ein bisschen Sekt ein. Genau genommen ist das Cuvée. Weißt du, was Cuvée ist? Absolut nicht. Ne? Ich glaube, Cuvée. So spricht man das wahrscheinlich französisch aus. Bitte gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr wollt, dass ich noch öfter Sachen so ausspreche wie Cuvée. Was sind das? 500 Euro heute in dem Shop gemacht. Der Vorteil von E-Mail-Marketing ist, beziehungsweise die meisten machen einfach Facebook-Ads. Und denken, damit machen die das meiste Geld, aber das ist nur... Facebook-Ads, Achtung, Ads sind Werbeanzeigen, ne? Werbeanzeigen. Das ist aber nur das Frontend und die vergessen dabei komplett das Backend. Und das ist eigentlich... Was ist Frontend, was ist Backend? Ja, Frontend ist quasi der erste Weg oder quasi das... der erste Kontakt zum Kunden, womit du quasi Geld verdienen kannst. Dankeschön. Und die denken eben über die Facebook-Werbung, machen die damit das meiste Geld. Aber... Im Backend kannst du viel mehr Geld machen, weil du dafür kaum Ausgaben hast. Beispielsweise für E-Mail-Marketing, dich kostet nichts, eine E-Mail rauszuschicken, aber Facebook-Ads zu schalten kostet ja logischerweise Geld. Mhm. Und wenn du eine E-Mail rausschickst und damit Verkäufe machst, dann hast du nur die Produktkosten abgezogen und der Rest ist reiner Gewinn. Okay, das heißt, wenn ich jetzt Werbung mache auf Facebook, ja, so sagen wir mal, ich gebe meinetwegen 100 Euro in Werbung aus, ich mache einen Umsatz von meinetwegen 1000 Euro, und davon bleiben übrig, sagen wir mal einfach grob geschätzt, 500 Euro, ja? Dann habe ich gerade 500 Euro Gewinn gemacht. Ist top. Wenn ich jetzt aber aus diesen 100 Euro Investment in Werbung, in Werbeanzeigen noch mehr Gewinn rausholen will, dann brauche ich eigentlich nur noch mal eine E-Mail hinterher schicken, den Kunden, ein paar Tage später, und sagen, übrigens, das könnte dich auch interessieren. Und dann mache ich halt noch mal 1000 Euro Umsatz, ohne besonders hohe Kosten zu haben. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht 800 Euro oder so Gewinn gemacht. Dann habe ich 500 plus 800 Euro Gewinn gemacht. Und jetzt passieren einige richtig abgefahrene Sachen. Erstens, ich habe viel mehr Geld, um Werbung zu schalten. Das heißt, selbst wenn ich mit dem ersten Verkauf gar nicht Gewinn mache, mache ich dann eben über die E-Mail Gewinn. Richtig. Und zweitens, ich kann ihn ja auch dadurch nicht nur mehr Werbung schalten, sondern ich kann ja auch komplett andere Angebote machen, die ich vielleicht in der ersten Sache gar nicht, im ersten Kontakt gar nicht hätte machen können. Ja? Also was viel teureres zum Beispiel. Und du kannst auch nicht nur die Käufer abholen, das ist ja der Vorteil, ja. Sondern wenn jemand auf die Shopseite geht, ja. Er packt was in den Einkaufswagen, kauft aber nicht. Das heißt ja, er hat sich dann doch dagegen entschieden und dann kannst du über Retargeting in der E-Mail ihm dann quasi sagen, hier, hat irgendwas nicht funktioniert beim Checkout. Sogenannte Cart Abandonment E-Mails. Genau. Die sind der Hammer. Die erhöhen die Umsätze sofort um 30%. Ja. Geh mal jetzt auf die Website marketingfest.de, während das Video weiterläuft. Geh einfach mal auf diese Seite. Und auf der marketingfest.de, ist das .de oder .com? .de, ja. Genau, marketingfest.de. Und da gehst du auf den Buy-Button, auf den Kaufen-Button von den Tickets. Gehst du mal runter. Wir haben jetzt, wie gesagt, das Ticket, die Veranstaltung ist dieses Mal ausverkauft. Fürs nächste Mal haben wir dann aber wieder Platz für euch. Da könnt ihr wieder noch ein paar Tickets wegstiebitzen. Geh mal runter, genau. So, und das, was passiert, wenn man da auf den Button klickt, ist, dass man dort sieht, hey, ja, der erste Schritt, um jetzt dein Ticket zu bekommen, ist, klick mal auf da, bei dem Ticket auf jetzt sichern. Yes, sir. Genau, erster Schritt ist E-Mail angeben. Und erst danach gibt man die Bezahldaten an. Ja, also auch hier nochmal. Zack, E-Mail-Adresse angeben. Ne? Also, und danach erst gibt man die Bezahldaten an. Denn wenn jetzt zum Beispiel jemand hier seine E-Mail-Adresse angibt und dann merkt, hey, ich will doch kein Ticket haben, haben wir zumindest mal seine E-Mail-Adresse und können ihm sofort eine E-Mail schicken, hey, hast du nicht vergessen, ein Ticket zu kaufen?
und dadurch kriegen wir halt noch mehr Ticketkäufe. Das gleiche machen wir auch beim Dropshipping. Jemand trägt sich ein und sagt dann, ja, nee, irgendwie doch nicht. Oder die irgendwie Frau kommt rein und sagt, Essen ist fertig. Oder irgendwie der Mann kommt rein und sagt, ich habe den Rasen gemäht, guck mal, Schatz, was ich toll gemacht habe. Ja. Und dann beenden die halt ihren Bestellvorgang nicht. Ja. Und dann kann man denen halt eine E-Mail schicken und dadurch halt nochmal die Anzahl an Kunden erhöhen. Dennis, aber wie macht man denn erfolgreiches E-Mail-Marketing im Dropshipping? Wollen wir das nicht mal ganz genau zeigen? Machen wir. Machen wir? Jetzt einfach Check. Screencast oder was? Yes. Alles klar. Dann jetzt an der Stelle nochmal Grüße an Kolja Barkhorn. Kann man das erkennen? Der gesagt hat in einem YouTube-Video, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Kolja, du bist der Beste. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal deutlich erwähnen, dass ich sowohl den Unternehmerkanal als auch Aktien mit Kopf sehr geil finde und auch Immobilien mit Kopf finde ich auch geil. Ich gucke tatsächlich alle Videos auf diesen Kanal, fast alle Videos auf diesen Kanälen regelmäßig. Steuer mit Kopf auch geil. Machen wir jetzt E-Mail-Marketing oder nicht? Ja, also dann lass doch mal machen jetzt. Warum redest du denn so viel, Dennis? Mann! So, und ich zeige euch jetzt, welches Tool wir benutzen, um unsere E-Mail-Kampagnen im Dropshipping eben zu starten und worauf ihr achten solltet, ganz wichtig, die Grundlagen vom E-Mail-Marketing und wie dann im Endeffekt auch unsere Strategie oder einer unserer Strategien aussieht. Das Tool, was wir nutzen, ist relativ bekannt, das ist Mailchimp, hat einfach den Vorteil, dass es eine direkte Schnittstelle hier zu Shopify hat. Das heißt, automatisch spuckt Shopify dann alle E-Mails in eure E-Mail-Liste im Mailchimp-Account und diese könnt ihr dann ganz einfach eben targetieren. Das heißt, die Burned Cards E-Mails, wo ihr dann sagt, hey, du hast deinen Checkout nicht vervollständigt, gab es irgendwelche Probleme, vielleicht auch einen Rabattcode mitgebt, damit ihr diese Kunden, die ihr eigentlich schon verloren habt, trotzdem wieder reinholt eben. Ne? Genauso wie die Käufer, das heißt die Leute, die sowieso schon bei euch gekauft haben, denen nochmal was zu verkaufen eben. Dann einmal zu den Grundlagen zum E-Mail-Marketing, worauf ihr achten solltet, ist relativ simpel. Und zwar der erste Step, den der Kunde macht, ist, oder wo den der Kunde entscheidet zu machen, ist, öffne ich die E-Mail oder öffne ich die E-Mail nicht. Was der Kunde angezeigt bekommt, wo er quasi diese Entscheidung trifft, ist einfach nur der Betreff. Er kann ja nicht sehen, was in der E-Mail steht, sondern er sieht den Betreff und entscheidet darüber eben, ob er öffnet oder nicht. Das heißt, die Betreffzeile muss möglichst interessant gestaltet sein und die Aufmerksamkeit des Kunden bekommen, damit er eben öffnet. Weil umso mehr Leute öffnen, umso mehr Leute klicken auf den Link in der E-Mail, umso mehr Leute kaufen im Endeffekt das Produkt und umso mehr Gewinn macht er dann logischerweise. Das heißt, Betreffzeile, darauf schon mal achten, dass das möglichst interessant gehalten ist. Zweiter Punkt, die Seite oder die E-Mails immer mobil optimieren, weil der Großteil der Menschen öffnen einfach die E-Mails mit ihrem Handy. Das heißt, wenn die E-Mail nicht gut aussieht auf dem Handy, dann schließen die E-Mail sofort wieder, weil die denken, das ist irgendwie ein Scam oder sonst was und lesen sich das gar nicht erst durch. Das heißt, immer auf mobil optimieren, ganz wichtig. Drittens, baut in den E-Mails einen Spannungsbogen auf. Das heißt, wie bei Filmen am Ende oder bei Serien am Ende einen Cliffhanger lassen, damit der Kunde motiviert dazu ist, die nächste E-Mail auch noch zu lesen, weil er wissen will, was in der nächsten E-Mail steht. Ihr schreibt beispielsweise einen Text und dann am Ende sagt ihr, oder ihr stellt ein Problem in der ersten E-Mail dar und sagt dann, in der zweiten E-Mail gibt es die Antwort auf das Problem oder die Lösung zum Problem. Und dann weiß der Kunde genau, okay, ich muss die zweite E-Mail lesen, um eben da die Antwort drauf zu bekommen. Also diesen Spannungsbogen aufbauen, damit der Nutzer einfach motiviert ist, die nächste E-Mail auch zu lesen. Logischerweise, wie bei allem im Online-Marketing, Split-Testen auch ganz wichtig im E-Mail-Marketing. Das heißt, was funktioniert besser? Template A, Template B, Text A, Text B. Und so könnt ihr dann einfach die perfekte E-Mail-Kampagne konstruieren und da dann eben den ganzen Traffic schon überschalten, weil ihr einfach eine höhere Conversion Rate habt. Dann Vorteil von E-Mail-Marketing, das nutzen auch viel zu wenige, ist, den Kunden direkt anzusprechen. Das ist eine der einzigen Werbemöglichkeiten, wo ihr die Möglichkeit dazu habt, schon im Betreff meinetwegen, den Vornamen des Kunden zu schreiben. Das heißt, der Kunde baut viel schneller eine bessere Beziehung zu euch auf, weil ihr ihn einfach mit Vornamen anspricht, anstatt wie bei Facebook, wo einfach jeder den gleichen Text angezeigt bekommt, der überhaupt nicht persönlich ist. Wie gesagt, hier könnt ihr dann den Vornamen nehmen und der Kunde fühlt sich einfach viel besser aufgehoben schon mal und hat direkt eine bessere Verbindung zu euch. Also das sind so die Grundlagen erstmal im Thema E-Mail-Marketing. Und wie jetzt quasi so eine Kampagne aussieht, das zeige ich euch auch mal hier anhand eines Beispiels. Und zwar ist das hier ein Hundeshop, den wir betreiben. Da hatten wir nämlich das Problem, wir haben ca. 8000 E-Mails gesammelt, ohne dass wir da dann großartig E-Mail-Kampagnen drauf geschaltet haben. Das heißt quasi, die Folge daraus war, dass viele Leute gar nicht mehr wussten, wer wir waren. Das heißt, sie haben ein, zwei, dreimal bestellt, haben uns aber dann komplett vergessen, wissen also gar nicht, wer schickt mir gerade diese E-Mails hier. Was ihr dann macht,
ist erstmal den Traffic aufzuwärmen. Das ist auch extrem wichtig im E-Mail-Marketing, nicht direkt mit einer Pitch-E-Mail anfangen, das heißt, wo ihr direkt was verkauft, sondern erstmal langsam starten, erstmal Value geben, Content bieten, damit der Kunde einfach eine Beziehung zu euch aufbaut, Vertrauen aufbaut vor allem und eben der Traffic einfach wieder aufgewärmt wird. Das heißt, was wir hier gemacht haben, ist, eine Stunde nachdem der Kunde sich eingetragen hat oder eben alle anderen, die wir quasi bis dahin schon angesammelt hatten, die noch gar nichts von uns gehört haben, denen haben wir erstmal eine herzlich willkommen, das erwartet dich in nächster Zeit E-Mail rausgeschickt, wo wir dann erklären nochmal, wer wir sind, was sie in nächster Zeit erwartet eben in dieser E-Mail-Sequenz und auch ist jetzt hier wichtig im E-Mail-Marketing immer nach Interaktionen fragen. Das heißt, stellt dem Kunden Fragen und versucht eine Antwort zu bekommen auf diese E-Mail, weil ganz einfach, wenn der Kunde euch einmal antwortet, landen eure E-Mails danach nicht mehr im Spam-Ordner. Wenn der Kunde nichts macht, einfach nur die E-Mail liest, dann kann es sein, dass die nächsten E-Mails im Spam-Ordner landen, weil das E-Mail-Programm es eben so dann rausfiltert. Und wie eben gesagt, Betreffzeile ist unglaublich wichtig, deswegen haben wir hier was genommen, um erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen vom Kunden. Wie man sieht, einfach danke, 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 du bist toll. Der Kunde weiß nicht, worum es geht, er möchte aber wissen, worum es geht und klickt deswegen eben diese E-Mail an. Und wir haben natürlich keine Info@E-Mail genommen, sondern eben einen Vornamen, weil es einfach nochmal persönlicher ist und dadurch die Verbindung zum Kunden nochmal gestärkt wird. Das war also die erste E-Mail, die wir rausgeschickt haben. Zwei Tage später haben wir dann eingestellt, dass er eine E-Mail bekommt mit drei verschiedenen Blogartikeln, auch passend zu der Nische eben logischerweise, damit der Kunde weiß, okay, das ist nicht irgendein Spam, sondern die bieten mir wirklich Value, die bieten mir guten Content und auch am Ende ganz normal wieder eben nach Interaktionen gefragt, damit der Kunde einfach nochmal antwortet und wie gesagt die Beziehung einfach nochmal gestärkt wird. Ziel ist es nämlich, dass so viel Vertrauen aufgebaut wird, dass am Ende beim Pitch der Kunde gar nicht mehr lange überlegt, sondern einfach sofort kauft, weil er eben so ein Vertrauen schon zu uns hat. Nochmal zwei Tage später dann die zweite Value-E-Mail, wieder eben drei Blogartikel, dritte E-Mail zwei Tage später, sogar die vierte E-Mail schon zwei Tage später, dann auch wieder Content einfach, Value also, danach wieder zwei Tage später, wieder eine Value-E-Mail, das heißt, wir geben 1, 2, 3, 4, 5 E-Mails, in denen wir überhaupt nicht pitchen, einfach nur um die Verbindung aufzubauen und am Ende bei der Pitch-E-Mail eine wesentlich höhere Conversion Rate zu bekommen. Und dann, nach der letzten E-Mail, geben wir dem Kunden nur einen Tag Zeit. Das heißt, einen Tag danach kriegt er sofort die Pitch-E-Mail angezeigt, weil dann ist er natürlich noch extrem warm, der Kunde. Und da pitchen wir auch nicht direkt, das heißt, wir verkaufen nicht direkt, sondern wir schreiben natürlich erstmal einen kleinen Text, der mit dem Produkt, was wir verkaufen wollen, zusammenhängt. Und dann am Ende sagen wir, ey, hier übrigens das Produkt 50% reduziert, nur heute wieder ein bisschen Scarcity, wie bei allem im E-Mail-Marketing und dann eben das Produkt verkaufen. Was ihr davon habt, wie gesagt, ist ganz einfach, der Traffic ist so warm gehalten und er hat so eine Vertrauen zu euch aufgebaut, wenn ihr erstmal 5 Value-E-Mails schreibt, dass der Kunde nicht lange überlegt, sondern eben im besten Fall direkt kauft und euch quasi eben das Geld einbringt. Wichtig ist auch, dass ihr nicht einfach diese Kampagne schaltet und das war's, sondern wie ihr seht, dass in der ersten E-Mail haben es ca. 25% geöffnet. Das heißt, 75% eurer E-Mails oder der E-Mails, die ihr gesammelt habt, haben gar nicht die E-Mail gesehen. Nun, die wollt ihr natürlich nicht verlieren, deswegen zeigt ihr dann meinetwegen 3 oder 4 Tage später, schickt ihr ihm einfach dieselbe E-Mail nochmal raus, aber mit einer anderen Betreffzeile. Und das macht ihr so lange, bis einfach alle oder eben der Großteil davon die E-Mail angeklickt hat und dann eben in diesen Funnel quasi reingekommen ist und dann im Endeffekt am Ende dann im besten Fall eben auch kauft. Genau, und die E-Mails, wie man sieht, die sind auch relativ lang. Ne? Das heißt, es ist kein gefakter Content, den wir bieten, sondern wir bieten wirklich guten Content, damit der Kunde auch seinen Nutzen daraus einfach ziehen kann. Also das sind so die Basics zum E-Mail-Marketing und wie eine unserer Strategien aussieht, die wir verfolgen. Es gibt natürlich noch viele andere Strategien, die man machen kann. Das heißt, wenn man Produkt launcht etc., da gibt es wirklich unglaublich viele Strategien, wie auch beim Facebook-Marketing. Das heißt, da könnt ihr auch einfach mal ein bisschen rumprobieren, wie ihr das genau macht, was für euch am besten funktioniert. Jede Nische oder jeder Kunde, jeder Kundenstamm, das heißt von jeder Nische die Kunden, die verhalten sich natürlich auch anders und achten auf andere Dinge als eben andere Nischen. Das heißt, da immer ein bisschen mit spielen und schauen, was funktioniert einfach besser. Also das, wie gesagt, war oder ist eine unserer E-Mail-Kampagnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Ihr konntet da einiges mitnehmen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. So, Freunde, das war's dann für heute. Wenn ihr sagt, ihr wollt mehr davon, dann lasst ein Abo da. Ja, schreibt einen Kommentar, gerne auch mit Vorschlägen für die nächsten Videos. Lasst einen Daumen hoch da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß, wie immer, alles Gute und ciao. Dennis. Tschüss.